Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Heute mit den Heisenberg und den Koala. Nabend. Ja, ich mache jetzt gerade Holz für das Haus. Ich brauche meine Ordnung wieder. Und Koala, der Ordnungskrieg, der muss wieder ordnen. Ja, und ich genieße parallel die schöne Aussicht und ärgere mich über mein komisches Aufnahmeprogramm. Naja, dafür haben wir hier eine schöne Burg. Hier wollt ihr jetzt ernsthaft noch ein Dach aufmachen, wenn wir schon eine Burg haben? Ja. Echt? Ja. Kann man sich verbrennen? 2 oder 3 hoch. Mach aber nicht die Fenster zu, ne? Ja, 2 oder 3 hoch. 3, oder? Kann man sich verbrennen? Kann man wahrscheinlich, nehme ich mal an. Keine Ahnung. Hallo? Hallo. Weißt nein, gar nicht? Kann man nicht. Na, ich probier's jetzt nicht. Cool, wir sind jetzt da hochgekommen. Also das ist ja schon das Spielcheck voller Überraschung. Kann man hier rausspringen? Nee. Vom Fenster aus. Ah. Boah, ich weiß gar nicht, wofür man den ganzen Müll brauchen kann. Jetzt einfach hier nochmal. Sehe ich das richtig? Was siehst du richtig? Rüberziehen. Irgendjemand könnte mal Fackeln machen. Kann der Heisenberg machen. Der baut grad. Was baust du? Na, dein Haus. Na gut, dann mach ich ihn. Ah, jetzt aber vergesst nicht, dass man auch einen Aufgang braucht noch. Ja. Ne? Ein Zweiler. Ja, ich kann sonst auch eine Fackel bauen, wenn mir jemand sagt, wie die Fackel funktioniert, der gebaut nur wird. Grasbündeln. Und dann einen Stock runter. Habe ich das noch war so nicht Slow Fragment? Doch. Und nein, es geht auch mit Gras. So, okay. Oh, jetzt habe ich den auf. Nee, kann den auch von da machen. Wo finde ich denn die Fackel? Keine Ahnung. Oh Gott. Oder wie heißt das Ding auf Englisch? Was ist denn auf Englisch Fackel? Torch. Fackel? Nee. Eine Fackel. Torch. Torch, da ist es ja. Torch! Nee, ich will aber nicht. Ich will aber nicht 6 Stück nehmen, ich will 1 nehmen. What the hell? Oder geht das schon? Nee, da fehlt noch das Bündel. Ja, sag ich doch. Aber so. Mehr als eine bitte, ne? Was, Fackel? Ja. Auch das noch. Ja, dann machen wir mal 2. Darf es noch eine mehr sein? Natürlich, wir brauchen schon ein paar. Boah, wir hatten da so viel Gras gesammelt. Der Heisenberg. Ja, ich habe ja nichts anderes zu tun gehabt den ganzen Tag. So. So unbewaffnet. Wie? Na denn. So, und jetzt geht mir das Gras aus, so ein Scheiß. Jetzt darf ich nochmal... Das. So, 2 Fackeln habe ich jetzt, brauche aber erstmal Gras. Ich will Gras holen. Rauch erstmal was Schönes. Das hat sogar mal geklappt mit dem Gras. Wie überraschend. 1 reicht nicht. So, das können wir mal da rein tun. Bisschen die Rohren schmelzen. Oh, wir haben schon wieder 2 Eieren. Ich brauche aber nochmal 2, damit ich mir meinen scheiß Hammer wieder machen kann. Ich hab ihn noch, aber der ist fast am Arsch. So. Torf. Ich kann's noch reparieren. Stock haben wir. Das jetzt wieder rein. Wie viel Gras braucht man denn, um das zu bündeln? Gibt's oh, ja gar nicht. Menge. Du brauchst nur 1. Echt? Warum geht's denn nicht? Du musst es in die Mitte legen. Mach ich doch. Ah, das geht ja schon. Jetzt ist es in der Mitte. So. Aufgang haben wir auch hoch. Oh, hast du schön gemacht. Jetzt brauchen wir nur noch Fenster, aber die müssen wir in der Stadt wahrscheinlich holen, ne? So, Fackelverteilung. Nein, müssen wir nicht. Nicht? Nein. Oh, wir haben Nacht. Wenn jetzt die Zombies hier mit so einer Horde gleich mal angerannt kommt. Da, nimm mal. Das wäre cool. Wie macht man das? Stecke ich dir das unter den Hut? Oder wie kommst du jetzt an die... Einfach rauswerfen. Einfach auf den Boden, dann brennt uns die Hütte ab. Wir brauchen noch eine Tür, ne? Ja. Huch. So, schön, oder? Wunderschön, mitten in den Weg. Mitten in den Weg. Au. So. Läuft man da drüber? Tatsächlich. Guck mal, ich stehe auf der Fackel.
Das kann nicht gesund sein, sagt meine innere Stimme. Ein warmen Schuh. Ein warmen Schuh. Ja, guck doch mal. Hält das Teil ewig? Wahrscheinlich nicht. Was? Die Fackel. Na, die Fackel. Doch, die hält ewig. Ich Echt? Hab's anfangs mal gedacht, cool, dass die irgendwie runterbrennt, weil Barlow mal einen in den Boden gestellt hat. Das sah dann so aus, als wäre ich schon voll runtergebrannt. Hm. Na, ist ja gut, wenn die hält. Oh. Was wollte ich denn jetzt? Was trinken, genau. Wer macht, hat, kann macht schon noch, jemand eine kann. Tür oder soll ich die machen? Er hat schon eine. Macht schon jemand eine Tür. Okay. Ich mach grad noch ein paar Sticks, ein paar Planken. Ja, Sticks mache ich auch gerade. So. Ja, kann man immer gebrauchen, weißt du? Ja, ich brauche aber alle für die Fenster, deswegen. Ajo, ajo. Eine Tür. Wie kommt man denn an eine Tür? Ich hab doch eine. Ach so. Interessiert mich jetzt rein aus. Übersichtssicht. Übersichtssicht. Genau. Oh, eine 44er Magnum. Ja, da brauchst du Sachen, die ich nicht habe. Das habe ich befürchtet. Wood Window. Wood Window? Boah, das ist ja, man kann ja schon 100.000 Sachen machen. So. Erste Hilfe. Bandagen. Aha. Kann ich da was lesen? Habe ich natürlich auch nichts von. Ja, er wieder. Hä? Heute ist eine Craft-Folge. Keine Ahnung, wir müssen eine Spitzhacken machen. Und eine Sammelfolge. Was macht man denn mit Sand? Ein Tennisplatz? Was man hier für Zeugs hat. Jetzt hat er hier wieder so einen halben Gips. Ich fülle mal hier noch ein paar Dinger auf. Muss ich da jetzt ganz runter? Ich habe nur ein Leben, ich gehe da jetzt nicht runter. Wir brauchen eine Spitzhacke, damit wir unseren Weg hochbauen können. Ja, super. Wir brauchen Metall, damit wir das Breakdown-Item. Ich bräuchte mal Instruktion, was es noch zu tun gibt für Leute wie mich. Hol mal Wasser. Ich gehe da jetzt nicht runter. Wir brauchen nur ein verficktes Fenster, Mann. Hey, Heisenberg, ne? Zwei. Nicht trinken. Ja. Nee, ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich... Ah! Kann ich da runterspringen ins Wasser, ja, oder? Echt? Ja. Müsstest du eigentlich überleben. Aber jetzt habe ich wieder ein paar Gläser, die mich dem geben können. Hätten tun sein tun. Nase zuhalten und dann 1, 2, 3. Tatsächlich. Rein. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So, dann gehen wir mal gucken. Gut. Irgendwie. Das hat in der letzten Folge ja perfekt geklappt, als ich Wasser holen wollte. Ja, er hat Durchfall bekommen. Ja, mal gucken. Na gut. Es hat auch die Fackeln mitgenommen, oder? Nee, die habe ich da ja hingestellt. Wo? Ja, ins Haus rein. Zwei Stück hast du gemacht. Nee, drei. Eine für mich, eine für euch. So viel. Ja, ja. Und eine hat er wieder mitgenommen. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Anstatt sie aufzuhängen. Warum denn aufhängen? Weil ich für draußen brauche mir auch welche. Ach, weißt du, was ich mache? Damit wir das Haus finden in der Nacht. Hallo? Warte, aber ich habe jetzt nicht wieder alle drei Fackeln. Nee, habe ich nicht. Also zwei Fackeln müssen noch da sein. Er geht Gras sammeln und in der Kiste liegen 39 Stück. Ja, ihr habt mich Glas sammeln gesucht. Gras. Glas sammeln. Nicht 13 Gläser, eines. Zombie-Horden, wo seid ihr? Ja, denkst du, die treffen wir gleich in der ersten Nacht? Ah, ja, am liebsten wünsche ich mir das. Ja, klar, natürlich. Gut. Ich will sehen. Ich will sehen! Na, das ist doch, also irgendwie... So, ich mach jetzt mal 10 Stück. Ich komme nicht mal mehr die Treppe hoch. Falschen. Läuft Knopf bei dir. Verwischt. Können wir denn zur Stadt? So, jetzt. Und jetzt, Koala, nochmal für... um das mal endgültig zu klären. Wie fülle ich jetzt dieses Glas Wasser? Ich hab's in der Hand und stehe vor Wasser. Also, wenn ich einen Rechtsklick mache, dann säuft das ja wieder der Depp. Ja, wenn's nicht schon voll ist, dann... Nee, das ist ja noch nicht voll. Ja, also dann mach rechts. Da passiert nichts, wenn ich rechts Ja, du musst dich ein bisschen ducken und genau zielen, ist ein bisschen buggy. Aha. Habe ich vorhin auch gemerkt.
Wir brauchen eine neue Stadt, verdammt. Machen wir mal. Ducken. Unentdeckt, okay. Ich brauche jetzt aber Wasser und nicht. Jetzt, ja gut, unter Wasser ist man auch undetected. Jetzt trinkt das bestimmt die ganze Zeit. Ich warte nur drauf. Nee, ich komme ja nicht mal mehr auf die Treppe rauf. So, jetzt. Was für eine Treppe? Also. Na, die schöne Treppe, die ihr gebaut habt. Ach so. Ah, das geht nicht. Ich kann hier kein Wasser nehmen. Dann schwimmen wir einfach mal ran. Da geht's. Ans Ufer. Ja. Du sollst ja nicht drin schwimmen, sondern nur an den Rand. Wollte ich ja. Jetzt werde ich dann eh gleich vom Zombie gefressen, wenn ich hier des Nächtens. Ja, ja, dann kannst du auf meinen Grabstein schreiben, wollte nur Koala ein Glas Wasser holen. Ah ja. Ja, dafür ja, lohnt sich mal zu gucken, sterben. Das... Ja, ja, klar. Ja, Koala braucht auch das was. Das würde ich glatt unterschreiben. Der. So, mal gucken. Jetzt. Ah, jetzt hat er was gemacht. Ja, jetzt hat er es wieder getrunken. Oh mein Gott. Ja, aber warum trinkt das weil, denn? Weil, das denn, weil die Gläser dann schon voll sind. Das muss man doch wie sehen. Wie merke ich denn? Nee, das sieht man ja eben genau. Doch, nicht. So, das ich versuch's nochmal. Echt? Sieht man das? Ja. Warte mal. Die Gläser sind also, leer weiß und wenn was drin steckt, dann ist es so ist grünes Wasser. Drin. Okay, das ist leer. Dann ist grünes Wasser drin. Jetzt ist es. Was ist denn jetzt? Jetzt ist es voll. Ah! Oh weh. Das soll stecken das mal wir das mal wieder. Stecken wir das mal wieder zurück. Ich werde jetzt in die Stadt rennen. Wow, nee, erst in einer halben Stunde. Haben wir Wasser? Essen? Nee, Essen so, haben wir nicht. Wir müssen jagen gehen. Geil. Aber. Bis ich das hier mit dem Wasser durchschaut habe, sind wir alle verhungert. Ich mach jetzt mal mir so einen scheiß Bogen. Mach das. Bringt auch nichts, das Ding. Besser als stundenlang hinterher zu rennen. Stimmt. Wie geht denn der Bogen? Guck doch einfach nach. Was brauche ich denn? Sticks? Sticks und ich glaube noch dieses gebündelte Gras, aber ich bin mir gerade selber nicht mehr sicher. Crossbow. Ja, eine Crossbow oder am Bogen? So, dann haben wir wenigstens ein bisschen Wasser. Gibt es jetzt auch einen Bogen? Nicht Maple. Nee. Da siehst du, also Crossbow, gebündeltes Gras, ja. Ja. So, und dann 1, 2, 3. Er hat das ganze Gras, natürlich. Nee, ich habe ein Büschel Gras. Nee, ich meine den Maradon. Ach so. Ich komme jetzt mal zurück. Mutti Water, das muss man wahrscheinlich kochen. Mutti Water? Genau, Muttis Water, das muss noch unters Feuer. Muttis Water. Hat doch die Mutti gemacht, das muss gut sein. Ja, eigentlich schon, ja. Da, hier. Danke. Hättest du mir ruhig auch jetzt komme ich natürlich noch nicht mehr. Nee, warum sollte ich? Fauler Sack. Hättest du mir mein Zeug? Ich hätte es auch gemacht jetzt hier, ne? Aber Der Zugang zum letzten Haus war definitiv ein bisschen einfacher. Ja, das wird doch noch. Ach. Hä? Gleich falle ich runter. Nee, geschafft. So, jetzt wer wollte hier Wasser? Legst ins Feuer. Ja. Das muss mir jetzt aber noch mal einer erklären. Also dann nehme ich mal das Bottled Murky Water. Und dann mache ich E. Okay. So, wie gehen denn die Pfeile? Und jetzt? Wann sehe ich, wann das gut ist? Einfach reinlegen und irgendwann ist es dann in den nächsten Fenster fertig drinne. Hey. Ach ja, ja. Man sieht sogar so einen Balken, wo langsam hoch geht. Links oder rechts? Links. Da, wo die große Fläche ist. Scheiße. Okay. Jede Menge. Jetzt hat er bestimmt noch die ganzen Steine, der Herr Varelo, oder? Nein. Ah. Nur ein Teil rausgenommen? Ja. Das ist aber schön. Jetzt, wo sind die scheiß Steine? Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wo hier... Ah, jetzt, das hat ja schon gereicht. Nee, das hat noch nicht gereicht. Und wo läuft hier so ein...
Hinten. Ging ab. Eine Uhr ist jetzt aufgegangen. 20 Minuten steht hier irgendwas. Was? Ja. Ja, so lange brennt das Feuer noch. Ach so. Ach so. Und wie lange kocht der Spaß? Der steht auch da. Nö. Muss auf Cook drücken. Auf Cook. Oh, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht gesagt. Das ist offensichtlich. Und in die Mitte legen. Ja. In die leeren Felder. Ah, jetzt sehe ich was. Na, das ist ja erfrischend. Hast du noch ein paar Bottle Steine? Water. Ja, hier 4 Stück. Wow. Ja, nicht solche Steine. Ah. Die kannst du auch klein machen, Water, du Bottle, ja, aber Water, das dauert. Noch so ja, mein Gott, ich muss das auch machen. Ah, mein Gott. Manchmal einfach mehr von denen. Alter, 1,5 Minuten. Jetzt kocht er wieder nicht. Warum kocht's denn nicht? Es kocht. Na nun, koch schon. Geht das jetzt echt nochmal 10 Sekunden, bis der irgendwie das in die Gänge kriegt hier? Ja. Du kannst doch ruhig in der Zeit was anderes machen, ne? Du musst jetzt nicht da dabei stehen. Ach so. Du kannst dir zum Beispiel jetzt schon mal einen Crossbow machen. Crossbow machen. Ihr kriegt jetzt jeder von euch hier mal zuerst ein Glas Wasser. Wir haben schon. Jetzt haben sie schon. Jetzt selber. Jetzt habe ich sie eh ausgetrunken. Ja, Pfeile machen hier ist Arbeit hoch 5. Pfeile oder? Machen. Was mache ich denn? Mach mal, was mache ich? Ein Crossbow. Ja. Das wäre ein Crossbow. Unter Waffen wahrscheinlich. Ein Crossbow. Ui. Hm. Das kann noch dauern, du. Ja, die, also. Da haben wir ja ein paar Sachen. Die Pfeile machen dauert übelst lang. Ja, das ist echt das Anstrengendste hier im Game. Pfeile machen. Echt? Ja. Du brauchst einfach 3 verschiedene Sachen, ey. Ich dachte, Wasser holen ist das Anstrengendste. Für dich. Und Hunger ja, haben wir auch. Dich. Wir müssen unbedingt so viel Viecher jagen. Oh ja. Deswegen sollte der heißen Bär vielleicht sich auch mal einen Crossbow machen. Was machen? Ein Crossbow. Ach so, ja, ist ja in Arbeit. Irgendwas bastel ich ja gerade. Also du hast gefunden. Nee, das war Fackel. Wie bündel ich denn jetzt nochmal das Gras? Einfach in die Mitte nehmen. Aber da ist ja jetzt vorgegeben, ein Torch. Nee, das nicht machen. Tu nicht das, was es dir sagt. Ernsthaft? Da kommt immer nur ein Pfeil raus? Ja. Ah, jetzt. Alter, ernsthaft? Ja. Oh, das ist ja... Bei allem anderen so, bekommt man zig Steine aus. Wenn man den einfachen Stein, wo man abbaut, umwandelt, dann kriegt man da zig Steine raus, aber... Zum Kotzen, Mann. Naja. Soll ja auch nicht zu einfach sein. Ich glatt noch mehr Gras. Wo war hier so viel Gras? Ich hab noch ein paar, warte. Hier auf dem Boden. Hier ist auch noch eins. Wo ist das mal? Hier auf dem Boden. Bei mir. Dankeschön. Zurück ins Bastelmenü. Oh, das sind ja 12. Das brauche ich gar nicht. Warum habe ich keine Sachen? Achso, ich bin gestorben. So, aber wie ein alter Fuchs geht das jetzt schon hier? So 51 Pfeile werden doch jetzt mal reichen, oder? Ich habe 56. Jetzt habe ich eh schon eins. Wird schon reichen, ne? Ich hoffe, muss ich die jetzt in die Leiste ziehen? Nee, ne? Nö, nö, nö. Das nicht. Wow. Macht der denn Gefährliches? Abgetestet. Double Headshot. Double Headshot. So, dann gehen wir mal jagen, Varalor, hä? Ja. Nice, Mech, du kommst zurecht? Hä? Nee. Hä? Lass mich nicht alleine! Lass bloß nicht irgendwelche Heisenbergs alleine hier. Nachher kommt man zurück in die Bude, ist abgefackelt. Warum kräftet das denn nicht? Ich habe alles. Doch, jetzt kräftet es. Ah, dann habe ich eine Spitzhacke. Ich gehe Richtung Ost. Crossbow. Ja, es hieß, mach eine Spitzhacke. Ne, das ist keine Spitzhacke. Was ist das denn? Eine Armbrust? Du sollst keine Spitzhacke machen, sondern ein Crossbow. Mach ich doch, hab ich doch jetzt. Ja, und was faselt dann von der Spitzhacke?
es sah aus wie eine Spitzhacke hier auf diesem ungünstig animierten Teil. Aber jetzt habe ich eh keine, ich habe ja keine Pfeile. Ja, die musst du dir jetzt auch noch machen. Ja. So sieht's aus. Wo gehen wir hin? Jagen. Wir brauchen Essen. Aha. Wir kommen wahrscheinlich zurück, wenn der Eisenbech seine Pfeile gemacht hat. Nee, der läuft hinterher. Ja. Ich kann sowieso nicht mehr latschen. Ohne Pfeile. Ich bin fürchterlich hungrig. Ja, wie macht man denn Pfeile? Federn, Stick und scharfen Stein. Ach so, ja, jetzt hab ich natürlich keine Federn. Mal gucken, ob ich zu Federn komme. Ja, im Lager hat's noch ein paar. Oh, ich hab die wieder nicht. Oder Ding wäre halt auch schon geil, getrackt. Eine Wüste, wo man dieses Aloe Vera kriegt, ne? Ja, das wäre schon nützlich. Ich finde hier voll keine Zombies. Ich hab's auf Headshot. C gestellt. Aloe Vera, was ist das denn? Ich hab's auf C gestellt, ich finde keine Zombies und... Ich hab gefunden. Und keine Tiere. Boah, das ist ja geil. Was ist geil? Hm. Die Armbrust. Ja. So ohne Pfeile. Ich gehe mal nochmal zurück. Mach das. Das bringt ja nichts, wenn ich hier. Oh Gott, wie finde ich jetzt das Haus wieder? Ach so, hier oben ist es. Ja. What the fuck? Old Sham Sandwich. Es gibt neues Essen. Ja, ja, habe ich doch gesagt. Okay, habe ich nicht mitbekommen. Auf dem Weg zum Pfeile machen. Halt jetzt an, du das? Hat's da alles im Haus drin oder muss ich da noch was mitnehmen, wenn ich jetzt eh schon hier am Land bin? Bevor ich da wieder hochsteige und dann fehlt was? Ich weiß nicht, ob es Federn noch gibt. Ich glaube, ein paar hat's noch da. Und was braucht's denn sonst noch? Schaf, was heißt? Schaf, ein Schwein meine ich. Was heißt denn Pfeil? Arrow. Ich hab grad voll lang gebraucht, ey. Jetzt, wo du es sagst. Und den finde ich unter. Scheiße. Auch bei Waffen. Du kannst es auch einfach suchen. Unter Search kann oben. Alter, wie lang du brauchst. Fuck. Einfach um ein Vieh zu erlegen. Ja, 4-5 Pfeile, ne? Ja, Bullshit. Ich hab ja kein Arrow. Nicht unter Waffen. Doch. Warum das denn? Nee, Crossbow, Wooden Club, Magnum, Barbed Club, Bone Chief, Crossbow, Bolt. Hunting Rifle, nix mit Arrow. Shotgun, Sniper Rifle, Spike Club. Nee, nix mit Arrow. Ja. Was ist das denn? Ich hab da. Es ist ja, tot. Warum hab ich denn nicht? Ein Schwein jagen mitten in einer Zombie-Invasion, immer geil. Ja, ich hab grad. Und wo war das gleich nochmal mit Suchen? Hm. Warte mal, bei mir ist es. Bei Waffen. Crossbow Bolt heißt es. Ach so, ja, das habe ich. Ah, okay. Stein, Holz und Feder. Alles außer die blöde Feder hätte ich, okay. Ich darf das Drecksschwein nicht verlieren, gibt dann, das gibt dann einen Pfeil, oder wie? Ja, einen Pfeil. Kann man den wenigstens wieder einsammeln, wenn man da was erschossen hat? Nö, na das ist ja geliehen. Endlich. Ich habe jetzt mindestens 8 Schüsse gebraucht. Ja. Und jetzt finde ich es schweinig. Übelst viele gebraucht. Oh, 13 Federn gefunden. Ach, da liegt's doch. Also immer schön die Vogelnester looten, ne? Ja, jetzt in Zukunft wieder. Genau, jetzt wissen wir, dass man die doch brauchen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass man da so viele Federn braucht. Für einen Pfeil. Ja, da bist du ja ein halbes Leben damit beschäftigt, Pfeile zu machen. So, wo war der Hirsch? So, also Federn. Ist das denn hier jetzt alphabetisch geordnet oder hat der Varalor nochmal rumgewühlt? Ich hab gar nichts. Hirschi. Da ist eine Feder. Reicht eine Feder? Für einen Pfeil, ja. Ich nehme mal zwei mit. Für zwei Pfeile. Ja. Mehr als ich zwei bin hat tot! Nur noch 5 Fehler. Super. Was? Nee, ich bin ja ein guter Schütze. Wenn man aber 8 Schüsse oder so für ein Tier braucht, ist es ein bisschen unvorteilhaft. Ja. Hm.
Das ist allerdings auch wieder wahr. Na, ich mach jetzt mal einen. Wir spawnen wieder auf dem Dach, ne? Ja, ist irgendwie normal. Oh, der Rucksack. Ich hab eh keine Sticks mehr von daher. Ja. Habt ihr gehört? Hä? Was? Wer? Der Rucksack wird angezeigt. Ach, das ist schön, das ist schön. Was für ein Rucksack? Da kannst du dein Zeug wiederholen. So, da läuft ein Schwein mitten bei den Zombies durch. So, also einen Pfeil habe ich. Viel mehr kriege ich nicht hin, sonst muss ich jetzt hier wieder Zeug suchen. Etwas gesagt, hätte ich ja schon mal gefunden. Am Haus, ich habe Federn gesammelt. Ah, warte, ich bin ja am Haus. Ja, ich laufe doch schon wieder weg. Ich bin schon wieder über alle Berge. Ich kann ja, ich nehme mal die drei Federn noch, dann was fehlt. Oh, ich habe eine Pistole gefunden. Eine ganze. Asshole. Geil. Asshole. Asshole. Jetzt habe ich immer mein Schwein verloren. Na, jetzt habe ich wenigstens wieder ein bisschen Essen voll. Schweini. Nee, das geht ja so nicht. Klar, mit einem Wasser, ey. Alter, treffe ich das Schwein jetzt nicht, weil das im Wasser rumläuft, oder wie? Autos wären halt schon noch geil, ne? Ja. So, das wäre, ja. Aber das wäre dann sehr laggy hier alles, wenn man da die Welt erkundet. Ja. Ja, Zombie, töte das Schwein. Ah, der beißt dann da rein. Ja, bevor ich jetzt hier 10.000 Pfeile machen, muss ich glaube ich erstmal versuchen zu verstehen, wie das Grundprinzip funktioniert vom Pfeilschießen. Wie geht das denn nachher? Ach, ist das scheiße, hier zu jagen, ey. Jetzt habe ich das Holz vergessen. Mit R reloaden und dann einfach schießen. Ah. Alter, ich muss hier mit meinen Zombies im Wald durch. Jetzt sind es eigentlich schon genug Zombies. Naja. Zum Jagen ist es schon mal sehr kacke. So. Ja, jetzt ich hab's gemerkt. Crossbow Bolt. Ich muss aufpassen, dass keiner von der Seite. Eine Feder. Ne, jetzt haben wir schon zwei. Eine Feder. Und die kann man auch wieder schön one-hitten. Oh, nicht schön. Wo ist denn das blöde Holz, was ich gerade geklaut habe? Und der Stein. Ah, schon drin. Gut. Ha. Zwei Pfeile. So, jetzt machen wir das mal mit Aussicht. Böhm. Er bewacht einfach meinen Rucksack, der Huan. Drei. So ein Bösewicht. Ah. Das ist das Kackschwein, ey. Wegen den Zombies verliert man das Schwein immer gleich aus dem Auge. Und schießen einfach mit der linken Taste, nehme ich mal. Ja, ganz normal, wie man schießt halt. Gut, zwei Pfeile habe ich. Ich komme mal. Varelor hat man jetzt eigentlich dann in dem Rucksack, den man wieder suchen muss, sein ganzes Inventar oder nur die Toolbar? Ach so, ich hätte es ja eigentlich gern so, dass da alles drin wäre. Das geht nicht. Ja, das finde ich ein bisschen blöd. Hase! Ja? Zweifel! So. Zweifel! Ja, nach diesem schlechten Scherz brauchen wir dringend mal eine Pause, würde ich sagen. Wir haben schon ewig lange Folge. Aber Moment, nein, das ist jetzt ein ganz schlechter Moment. Irgendeiner hat jedes Mal, wenn ich sage, wir beenden die Folge, dann der eine muss noch ein bisschen die Wand angucken. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich hin soll hier. Hier sind überall Zombies in der Nähe. Ja, lauf ins Wasser. Ja, das krabbeln sie auch rum. Ja, ist doch geil. Nee, irgendwie nicht so geil. Nicht so geil? Ich geh jetzt mal da eben noch in die Straße und dann hoffe ich, dass Stoß Bescheid, wenn du an der Straße bist. Da bin ich gleich, muss nur noch schnell gucken, ob hier irgendwo welche in der Nähe sind. Fuck. Dann gucken wir mal, was hier drin ist. Nix. Dosen. Alter. Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Okay. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Jo, bis dann. Tschüss.